Recht herzlich willkommen zur 123. Folge von Simotrans. Ja, das haben wir gemacht. Letztes Mal hatten wir die Straßenbahn kontrolliert, die da nicht so positive Zahlen schreibt. Und da waren wir überlegen, ja, was machen wir da? Gute Frage, ne? Wir hatten geguckt, wie das ist mit den Zusteigezahlen hier. 3. Porsche, wie gesagt, Post, das ist jetzt das, was da ist. Da kommt die Straba. Vier und vier. Und fährt da jetzt rein. So, vier und vier sind erledigt. Zwei und zwei bleiben, ne? Ja, dann fährt er da hin, okay. Aber, ja, Post wird immer voller. Aber Passagiere ist ziemlich schlecht. Was kann man da tun? Das ist die Frage, ne? Fährt jetzt hier im Bahnhof rein. Und 19... 21, 25 oder 26 fährt dann wieder. Ja, und ganz miese Zahlen sind das, ne? Ja. Was kann man tun, dass es besser wird? Das ist die Frage. Hier haben wir natürlich groß die Kirche da drin, die ist aber abgedeckt durch das und auch durch das. Ja. Hier ist das Werk. Hier die Arbeiter und auch die Post. Dann haben wir hier das Städtchen, ne? Halt hier dann an. 12 und 2 stehen da. Ja. Warte mal da, ne, da ist es, da muss anhalten, okay. 14 Sack Post, Oldner. 7 Sack Bad Hadexen, okay. 120 sind das dann da. Puh, das ist die Frage, was da geht oder nicht geht, ne? Kommen die das nächste Schiff mit Personen an? Gar nicht. Doch, da ist es. Jetzt muss man gucken, aber da ist noch immer voll, ne? Ja, wie wirkt sich das auf die Straßenbahn dann aus? Muss man gerade schneller laufen, bis das Schiff da ist. Da kommt. Okay, hat kaum aus steigende Leute gehabt in dem Sinne. 8 Sack Post tatsächlich, aber okay, Post bringt er nicht. Ja. Jetzt fährt er da mit der Straßenbahn hin. Hat hier 39 Passagiere. Dann war es da schon wieder, ne? Eine Station vorher hält er jetzt. Und jetzt die richtige dann. In 46 toll, ne? Das war jetzt auch da nix, okay. Ja, Modellprojekt nennen wir das mal, ne? Das ist jetzt das, wo wir kein Geld machen, aber wir haben's, ne? Das ist das ungefähr. Tja, lassen wir erstmal so stehen. Sonst noch was hier. Ist alles abgedeckt an den beiden Orten.
mal weiter. Riedenburg. Ist auch abgedeckt. Waldeck. Okay, auch nicht zu erweitern. Aus Floto. Nicht wirklich was zu machen. Alles abgedeckt. Sonderhausen, da. Hat eine Bushaltestelle neu zu kriegen. So, wo muss das hin? Gute Frage. Nach hier links. Ja, bauen wir das mal. Straße dann hier lang. Bushaltestelle ist das. Ah, gut geklappt oder wie? Ne, passt noch. Und da muss aber tatsächlich noch ein Stückchen mehr. Ist ein bisschen zu kurz gewesen. Und der Postkasten kommt dahinter, ne? So, passt. Dann die Linie bearbeiten. So. Den nehmen wir mal gerade weg und nehmen wir gerade den Bus. Und dann haben wir das hier. Ach so, das ist hier. Das war jetzt nicht das, was wir brauchen. Das ist nämlich der falsche Bus. Warum wir eher einen, der intern fährt, ne? Ja, das ist der Stadtbus. Dann machen wir das doch über den Weg. Stadtbus Sonderhausen. Da ist er. Linie ändern. So, das ist Waldmannsdorfer Straße. Die ist da. Das heißt, einfügen ist da, ne? Und dann nochmal da. Dann sollte das passen. Dann wird das da auch angefahren. Ja, ist gut. Okay, dann gehen wir da runter noch nach Lauter, war das dann. Okay. Oh, da ist was Größeres gebaut worden. Was ist das denn? Touristenattraktion, okay. Das bedeutet, da muss jetzt hier zwei Bushaltestellen dazukommen. Da die. Obwohl. Straße da. Also dies wäre hier. Jetzt die Frage 2, 3. Machen wir mal so erstmal. Machen wir mal so. Die ist jetzt zwar zu lang, die Straße, ist aber jetzt mal nicht schlimm. Bushaltestelle dahin. Schade. Hat gut geklappt, ne? Ja. Mal weg. Ganz ein höher. So sollte es jetzt passen, oder? Dahin. Das war die Bushaltestelle und das ist der Briefkasten. Dahin. Fertig. Und
Dann müssen wir die Linie auch noch ändern. Stadtbus lauter. Ist der mit der Gebirgsautos. Ja. Da einfügen. Wie fährt denn der? Der hat das nur einmal da oben. Dann würde das bedeuten, einmal davor setzen, ne? Also der fährt dahin, dann dahin, dann dahin, dann dahin. Ja, so ist es, glaube ich, richtig dann. Dann lassen wir das mal so. Und dann können die so weiterfahren. Wie viele Passagiere machten die? 36, okay. Da ist aber noch niemand. Aber ich kann es hier mal gerade offen lassen und ein bisschen beobachten. Hier haben wir das erledigt dann. Dann gehen wir nach Döbeln. Wir warten alle auf Beladung. Und da oben ist noch was frei, ne? Dann geht das. Kann man so lassen. Hier ist auch noch alles im grünen Bereich. Und hier ist abgedeckt. Ist abgedeckt. Ist alles abgedeckt, ne? Adenau. Sieht auch gut aus. Passt. Und dann sind wir schon durch mit der ganzen Geschichte. Okay. Hier ist jetzt gerade die Post gewesen. Hat aber nichts gehabt. Doch vorher wie nachher nichts, ne? Ah, der ist sogar voll, ja. Fährt er jetzt hin zum Rathaus, oder? Ja, hat jetzt 15, okay. Jetzt sind da schon 7 Passagiere auf einen Schlag, oder was? Das ist natürlich der Hammer. Der ist jetzt auf dem Hinweg, deswegen hat er keinen mitgenommen. Müsste jetzt erst nach Salzburg und dann, glaube ich, ne? So, und jetzt werden sie mitgenommen. Der eine war wohl voll. Da ist nichts passiert. Ich habe keine Ahnung, warum der nicht mitgenommen wurde. Weil der ist voll und der erste hat, der hätte Platz gehabt, ne? Okay. Ah, da habe ich jetzt genau das gedacht, was nicht war. Auf dem Hinweg war er voll, ne? Und nicht auf dem Rückweg. Ich bin davon ausgegangen, dass die nicht nach da wollen. Sondern nach da wollen, aber das war wohl verkehrt. Ja, lass mal schneller laufen dann. So, jetzt Hinweg. Und da konnte er welche mitnehmen. Ah ja, und 3 Sack Post stehen da jetzt noch. Okay. Jetzt hat es auf jeden Fall funktioniert. Aber der Bus ist immer voll, oder wie? Aber der zweite dahinter nicht. Ist doch beides das gleiche, ne? Linie SB lauter, ja. Okay, dann geht das so. Jetzt hat er die Post.
Achso, die geht jetzt zum Mittelgebirgsstadt, alles klar. Dann passt das. Dass er die nicht mitgenommen hat, war richtig. Sind beide Busse voll, ne? Und das ist jetzt... Ja. Da kann jetzt keiner mitfahren, weil der Bus voll ist. Brauchen wir mehr, das ist die Frage, ne? Tja, der ist auch wieder voll. Wie sieht's denn hier aus am... noch 90 Passagiere. Busse waren gerade da. Und die wollen alle noch intern gefahren werden hier. Das heißt, ich glaube, wir brauchen noch einen Bus. Ja, der Reisepost jetzt. Lass uns mal gerade schauen, wie das in der Linie aussieht, lauter. Na, ja, die zwei alten Dinger sind jetzt auch nicht so berauschend. Ah, ein Floto ist hier das nächste Ding ins, ne? Depot, oder? Wir können da mitfahren. 54. Wo ist denn das Depot? Da oben? Nee. Da ist es. Busse. Steht noch einer im Depot. Hat 68 Passagiere. Was ist das hier für einer? 92 Doppeldecker oder was? Ja. Dann will ich den jetzt auf die Reise schicken. Stadtbus lauter. Den starten wir mal. Und den... Stellen wir mal auf nicht laden. Und sobald der leer ist, schicken wir den nächsten auch noch auf lauter. Oder können wir auch schon vorher losschicken, weil der braucht ja noch ein paar Meter. Und was machen wir? Den starten und den hier, den machen wir auch noch auf nicht laden, ne? Weil die sind veraltet, die beiden. Dann lassen wir das erst so, denke ich. Achso, jetzt haben wir auf nicht laden gemacht. Wir hätten natürlich hier Ausmuster machen können. Ne? Wann machen wir das? Das war der. Und das ist der. Okay, das wird dann gleich erledigt sein. Salzburger Straße. Am anderen Ende der Welt ist das, ne? Da fährt er noch gar nicht hin. Super, oder? Der ist auch am anderen Ende. Das dauert, bis die beiden ausgemustert werden. Machen wir schneller. Der ist weg. Und jetzt weiter.
ist gleich weg. Gut. Und da ist der auch weg. So, da haben wir jetzt einen so einen neuen und einen so einen neuen. Und das war dann zwei davon runter und einer drauf. Ne, zwei wieder drauf, aber einer, ja, ne, beide größer sozusagen, ne? Würde ich jetzt mal sagen. Wo ist der Doppeldecker? Der ist jetzt da. Muss man jetzt gucken, ne? Was haben wir da? Da war es überfüllt. So, der ist jetzt voll. Wo ist der jetzt? Da natürlich super, ne? Fällt jetzt da lang. Ist noch nicht an der Bushaltestelle jetzt erst. Weiß nicht, wie weit sich da was geändert hat. Können wir jetzt hier mal reingucken und da stehen noch 97 Leute, die irgendwo hin wollen. Das bedeutet, das hat nicht so gut geklappt, ne? Dann können wir noch einen Bus einbauen. Hat ja anders keinen Sinn. Mach den nochmal und schick den nochmal nach Lauter. In der Hoffnung, dass es dann klappt, ne? Gut, okay. Das haben wir. Bei Lauter haben wir aufgehört. Dann müssen wir nächstes Mal weiterschauen, was da so Sache ist. Und ich sag mal, für die Folge soll es reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.